Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Und wir sind bei der dritten Mission mittlerweile angekommen, die Fließband-Wahnsinn heißt. Das klingt für mich schon mal ganz schön. Wow. Okay. Das habe ich noch nicht gespielt. Das ist ab sofort quasi blind. Und jetzt muss ich mal gucken. In jedem Level gibt es Starttruhen grün und Zieltruhen rot. Deine Aufgabe ist es, alle Truhen mit Hilfe von Fließbändern zu verbinden. Okay. Also von hier nach da. Richtig? Unterirdisches Fließband, oberirdisches Fließband. Okay, wir lernen jetzt hier, wie man Fließbänder benutzt. Sehe ich das richtig? Ah, okay, wir können. Ah, wir haben unendlich. Ja, nice. So, würde ich jetzt mal sagen. Passive Anbieterkiste wird bereitgestellt. Habe ich das jetzt genau falsch rum gemacht? Ist das dann ernst? Hä? Ja. Ach, so läuft das hier. Oh Gott. Ich habe es richtig gemacht. Okay, das ist so ein richtiger Quest-Mode. Krass. Ja, cool. So. Level starten. Jawohl. Sollte funktionieren. Gescheitert. Level neu starten. Ach. Oh. Okay. Okay, so einfach ist es dann doch wieder nicht. Stahlplatten müssen von da nach da. Okay. Stahlplatten müssen von hier. Nach da. Dann, als nächstes haben wir Kupferplatten und die müssen nach da. Okay. So, so, so. Und hier brauchen wir dann das unterirdische Fließband. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich habe keine Ahnung. Level starten. Ich gucke einfach mal. Ja, es funktioniert so. Okay. Gut. Dann hätten wir das. Dann haben wir Stahlträger. Die müssen da ganz nach oben. Stahlträger und das Kupfer hier. Okay, die Stahlträger. Die Stahlträger machen wir dann einfach hier hoch. Genau. So. Und dann die Dinger hier. Die machen wir im Prinzip genauso. Hallo? Geh weg. Geh weg. Nee, du geh nicht weg. So, so. Dann unterirdisch. Und dann wieder überirdisch. So. So. Vielleicht sollte das noch weg. Ich bin gespannt. Aha. Aha. Es sieht eigentlich ganz gut. Was denn das? Das Level 1 aufwärmen. Puh.
Okay. Der da oben. Aber wir können einfach das hier machen. Okay. Gut. Das Aufwärmlevel und ich scheitere schon daran. Alles klar. Es wird alles, glaube ich, richtig einsortiert. Ja und ja. Ja, passt doch. Ich habe fertig. Oder, ach so, es muss einfach komplett alles durchlaufen. Okay. So. Level 2. Erstes ernstes Kopfzerbrechen. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Stahl. Stahl, Kupferplatten, Stahlträger, Kupfer. Dings, Eisen, Kohle, Holz und Zahnräder. Ha, das ist halt alles noch komplett gemischt. Okay. Stahlplatten müssen von da nach da. Okay. Ich sehe schon, ich habe später wahrscheinlich nur noch eine gewisse Anzahl an Dingern. So. Der erste ist ja relativ easy. Fertig. Aber ist ja klar. So, der hier hat Kupferplatten und die müssen dahin. Okay, das ist prinzipiell auch noch relativ easy, weil wir dann einfach hier lang gehen. Wahrscheinlich habe ich das vorherige Level einfach auch viel zu schwer gelöst. So, dann hätten wir Stahlträger. Und die müssen dahin. Okay. Zack. So. Und wir gehen dann direkt hier hoch und hier rüber. So. Richtig? Stahlträger, Stahlträger. Und hier haben wir Kupfer, Erz und das muss dahin. Das heißt, hier können wir auch wieder das Gleiche machen. Also noch sieht es nicht nach Kopfzerbrechen aus, aber ich vermute mal, das kommt jetzt dann gleich, wenn ich hier ein bisschen verzweifle. So, dann hätten wir als nächstes am besten die Kohle. Das hier war Kohle, richtig? Richtig, das war Kohle. So, das heißt, wir gehen jetzt so lang und so lang. Damit hätten wir die Kohle auch korrekt. So, und dann müssen die drei hier hoch. Ah ja, ich sehe schon, wie ist denn das hier? Kann man hier irgendwie... Nee, kann man nicht. Okay, ich kann halt höchstens. Ich kann halt so lang gehen. Dann kann ich wahrscheinlich hier nicht gleich. Ach, ich darf das hier auch bebauen. Okay. Okay, das heißt, wir können grundsätzlich das so machen, oder? Dann geht es hier von Eisen und das muss hier hoch. Ich darf das hier alles bauen, so, hier rum. Hier unterirdisch durch. Ja, das ist, glaube ich, nicht so optimal. Oder? Also es würde zwar jetzt gehen, aber dann sind die hier so ein bisschen eingeschränkt. Gucken wir mal, ob das noch zum Problem wird. Ich vermute mal, ja. Dann hätten wir Holz und Zahnräder. Die müssen zu Zahnräder und Holz. Okay. Also wir können denn ja das da
hier so machen. So. 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 Okay, jetzt kommt zu dem gar keiner mehr hin. Naja, ist schlecht. Okay, dann müssen wir hier nochmal rückbauen. Erstmal. Wie wäre es denn, wenn wir hier nach da bauen? So. Boah, ey, man darf sich bloß nicht auf die Zahnräder konzentrieren, sonst wird man kirre im Kopf. Okay, damit wäre das Problem erledigt. Damit hätten wir aber immer noch das Problem mit dem hier. Könnte ich hier denn noch weit... Nee, okay, also ich darf hier nur maximal diese Kante noch mit benutzen. Könnte ich... Nee, hier an der Seite könnte ich auch nicht, weil da die Stromleitungen sind. Also das kann mal weg. Damit hier nichts ist, was noch weiter irritiert. Ich könnte natürlich hier lang. So lang darf das nicht sein. Interessant. Okay. Wie wäre es, wenn wir das Ding hier ein bisschen weiterziehen bis da? Und dann gehen wir hier lang, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier rüber. Das sind die Zahnräder und das sind... Ach nee, aber das ist Eisen. Nee, das muss da hoch. Nee, das ist doof. Wenn wir gleich hier hochgehen, dann hätten wir rein theoretisch hier ein bisschen Platz. Um hier mit einer Leitung lang, also mit einem Förderband lang zu gehen. Dann könnten wir hier unten durch. Wenn wir... Was wäre denn? Moment, das hier kommt nochmal weg. Das soll dahin. Okay, also diese Kampagne-Tutorial-Geschichte ist schon interessant. Was wäre denn, wenn wir das hier alles wegmachen würden und durch Tunnel ersetzen? Dann könnte ich doch hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, nee, hier lang, nee, nee, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und hier lang. Ob das so gedacht ist, Zahnräder? Moment mal. Nein, die sind ja falsch rum. Ach nee, da muss ja Holz hin. Jetzt dachte ich gerade so, yes, ich hab's. Und dabei habe ich Zahnräder und Holz verwechselt. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Würde ich mal behaupten. Das machen wir einfach folgendermaßen. Wir machen hier einen Tunnel.
Wir machen hier einen Tunnel. Nee, hier machen wir keinen Tunnel. Wir müssen die hier irgendwie kreuzen. Ich kann wahrscheinlich keine Tunnel mit Tunneln kreuzen. Das können wir ganz kurz aus... Oh doch, das geht sogar. Okay. Wir müssen mit dem hier im Prinzip hier lang. Richtig? Das hier sind Zahnräder und das da sind Zahnräder, genau. Jetzt ist die Sache, können wir? Ich habe absolut keine Ahnung, ob das geht. Können wir mit einem Tunnel von hier nach da und dann hier eine Kurve und da eine Kurve und dann hier so lang? Es scheint zu gehen. Und jetzt kommen wir von hier lang, da. Okay, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich zweifle ja momentan noch so ein bisschen dran, aber mal gucken. Okay, Stahlträger passt, Eisen passt. Denn die Sachen hier scheinen alle zu passen. Das scheint zu passen. Oh, es funktioniert. Es funktioniert. Boah. Das war mal ein sehr interessantes Level. Boah. Hui. 14 Minuten. Nächstes Level. Eine 2-Kachel breite Brücke für 3 Fließbänder. Wie soll das funktionieren? Stahl, Kohle, Mikrochips. Ja, dann muss es hier auch noch sonst irgendwie gekreuzt werden. Okay, also wir haben insgesamt 6 und hier 2. Oh je. Leute, ich würde sagen, dieses Rätsel lösen wir in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt, ob wir das Rätsel gelöst kriegen. Ja, mal gucken. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Tipps habt, wie ich das Rätsel hier lösen kann, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.